Freunde, heute machen wir Corn Dogs der koreanischen Art. Let's go. Alles, was wir dafür brauchen, sind erstmal 7 bis 8 Gramm Hefe. Dazu geben wir 300 Milliliter warmes Wasser und lassen das Ganze mal für 5 Minuten stehen. Wir brauchen ungefähr 400 Gramm Mehl, 60 Gramm Zucker und 10 Gramm Salz. Und das Ganze können wir schon mal verrühren. So, nach den 5 Minuten können wir unser Wasser mit der Trockenhefe dazugeben. Und nun wird das Ganze gut verrührt. Und mit den kleinen Utensilien ist das etwas schwieriger als gedacht, aber mit den Händen geht das ganz fein. Unser Teig muss nun 2 Stunden ruhen, bis er auf das Doppelte seiner Größe gewachsen ist. Und in der Zwischenzeit können wir schon mal den Rest vorbereiten. Ich habe mir dazu einen Gouda geholt und Truthahnwürste. Ihr könnt natürlich Mozzarella auch nehmen, ist gar kein Problem. Hierbei schaue ich einfach, dass ich die Dicke an den Würstchen anpasse. So etwa. Das wird ein ganz klassischer, halb Käse, halb Würstchen. Unser Teig ist nun ready. Ihr braucht unbedingt Panko, wenn ihr die so knusprig crunchy haben wollt. Die findet ihr in jedem Asiamarkt, kann ich nur empfehlen. Jetzt können wir das schon mal in unseren Teig eintunken. Und das Ganze macht ihr, bis alles gut verdeckt ist. Das Ganze braten wir ungefähr 3 Minuten an, bis es goldbraun wird. Freunde, so sieht unser Corn Dog aus. Einfach gigantisch. Hier rinnt nur wenig der Käse aus. Das ist einfach perfekt. Seht ihr, wie fluffig der Teig ist und wie dick das Ganze ist? Wow. Wie lange der sich ziehen lässt. Freunde, das ist unglaublich lecker. Ihr müsst das Rezept unbedingt probieren. Ich hoffe, das Video hat euch sehr gut gefallen. Wenn ihr weitere Rezepte sehen wollt, dann lasst dem Kanal ein Abo da. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ich als nächstes machen soll. Ich würde dann sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein!